Shoryuken, da bin ich wieder. Der iPad-Akku hat nur noch 5%. Ich habe eben versucht, das Ding aufzuladen, aber irgendwie scheint das Ladegerät nicht zu funktionieren. Bis zur nächsten Werbung soll es noch durchhalten. Dann laden wir euch auf, weil ich will ja natürlich auch mit euch ein bisschen kommunizieren hier. Faustjunk habe ich angeschaltet. Ihr habt alle gesagt, das wäre so schön für eure Augen. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Wir machen jetzt ein Endless Battle. Das wurde eben von euch gewünscht. Ich mache jetzt hier das Spiel an. Lobbyanwesenheit 8, Rundenzahl 3, Zeitlimit 99, Region gleiche. Keine Privatplätze. Ist richtig so, oder? Oder ist Privatplätze das für Freunde? Lieber Chat, helft mir nochmal eben kurz. Privatplätze an oder aus? Schnell, antwortet mir. Mist, dieser Stream-Delay. Jetzt warte ich darauf, dass die mir hier den Tipp geben, weil ich da mir gerade nicht sicher bin. Aber Privatplätze ist ja eigentlich für Freunde. Von daher, Privatplätze sind Freunde aus, sonst musst du inviten. Ah, okay. Aus. Okay, alles klar. Dann, ach hier, Lobbynamen festlegen. Kann ich auch einen eigenen? Was haben wir denn hier? Gibt's hier nicht irgendwie Rocket Beans TV? Warum hat Capcom das nicht eingestellt, dass die Lobby Rocket Beans TV heißt? Wir haben doch sogar einen Stern jetzt. Wir sind im All vertreten. Hier, guck mal, jeder willkommen. So. So sind wir nämlich. Zack. So, Leute. Joined the Lobby. Guck mal, sogar nicht nur Deutsche, sondern die sind von überall. Und bitte nehmt es mir nicht übel, dass ich euch jetzt stumm schalte, aber das ist für alle Zuschauer angenehmer. So. Gebt Gas, ab geht die Post. Cody ist Tier 34 von 44 laut einer größeren Internetseite. Wo ist denn auch die Herausforderung, wenn wir alle mal den gleichen Charakter nehmen? Regie, habt ihr das Ingame leiser gestellt? So ein bisschen was würde ich schon ganz gerne mitbekommen. Hab jetzt nur ich das Gefühl oder läuft das jetzt ruckelig? Seit ich V-Sync angeschaltet habe. Ach, das läuft jetzt. Ah, okay, das läuft auf dem Fernseher. Läuft das jetzt ruckelig auf dem Laptop unten? Läuft's gut. Ich glaube, dann werde ich auch mit dem Laptop ein wenig biegen und werde auf dem kleinen Monitor spielen. Jetzt schreibt einer wieder V-Sync aus. Eben wolltet ihr, dass ihr es anmacht. Sieht schlechter aus als vorher. Kann ich das denn jetzt... Ich kann es leider nicht. Ich werde es gleich wieder ausschalten. Ihr habt gesagt, macht's an. Ich mach's an. Das ist auch nicht recht. Jetzt wollt ihr wieder, dass ich es ausmache. Ich zieh gleich an eurem Hebel, wenn ihr so weitermacht. Frechheit. Von wegen Kätzchen. Die spinnt ja wohl. Mir ist im Game alles flüssig. Na gut. Jetzt
Zangief, das ist auch jemand, den Ben spielt den gerne. Ben ist ein sehr, sehr unangenehmer Zangief-Spieler. Da kommt man einfach nicht rein in den, wenn der seine Kombos durchzieht. Wenn du 8er Lobby spielst, sind 30 Minuten noch nicht, stell die Plätze runter. Ja, wir müssen natürlich immer schauen. Das ist ja. Ich freue mich auch, wenn wir nur eine Plattform bieten, wo ihr einfach mal die Möglichkeit habt, aus der Rocket Beans Community gegeneinander zu spielen. Wir können nachher natürlich auch die Lobbys so anpassen, dass ihr immer irgendwie gegen mich spielt, sodass immer einer immer irgendwie rausfliegt und dann gegen mich antreten muss, wenn das möglich ist. Aber seht es doch einfach als Plattform an, dass ihr jetzt hier gegen andere Rocket Beans Spieler kämpfen dürft, könnt. Wollen wir hier so einstellen? Gar nichts. Unknown. You're at the Kara Research Facility. The stage of battle is set. Let's get started. Fight! Ich finde Street Fighter ich bin sehr gespannt auf die PS4-Version, also auf die PS4-Edition. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die da auch noch ein bisschen was an der Grafikschraube gedreht haben. Aber auch selbst so, wenn ich mir das angucke, ist immer noch eigentlich ein schönes Spiel. Ich mag den Stil sehr gern. Und ich war. Ist lustig, weil es jetzt ja bald wieder ist. Ich habe Street Fighter 4 in dem Jahr, wo es erschienen ist, das erste Mal auf der Gamescom gespielt, und zwar auf dem Maniac damals noch, und da hat sogar ein Kommilitone von mir gerade sein Praktikum bei Maniac gemacht, und ich habe dann da bei dem Maniac-Turnier mitgemacht und bin, glaube ich, irgendwie in die dritte oder vierte Runde gekommen, nicht allzu weit, so irgendwo auf der Hälfte, hat mich dann, glaube ich, die Blanka-Spieler ziemlich auseinandergenommen, und ich war damals sehr, sehr erfreut darüber, dass das schnelle Spielprinzip einfach da geblieben ist. Ist für mich persönlich immer noch eins der besten, wenn nicht sogar das beste 2D-Prügelspiel, was es gibt. Obwohl ich auch ein Fan von Mark of the Wolves oder King of Fighters bin. Aber Mark of the Wolves ist natürlich ein sehr fast schon exotisches Spiel. Ja, der Blanka Edel. Der Witz ist, ich habe das Finale vom Community Beef. Alter, da hat er das aber jetzt schön mit dem Twist rausgekontert. Ich habe das Finale vom Community Beef noch nicht gesehen. Aber ich habe Eddie ja schon mal in Street Fighter 2 in einem Speed Beef im Finale geschlagen. Und eigentlich müsste ich ihn mal herausfordern. So jetzt als, er hat mit Street Fighter das Beef gewonnen. Wir müssen noch mal so ein Street Fighter Turnier hier machen. So ein richtig schön. Und da muss Eddie mit bei sein und Gregor und Ben und Micha. Blazblue ist das beste 2D-Kloppespiel, schreibt Sephiroth Nova. Habe ich auch gerne gespielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ganz verpasst, wer jetzt gegen wen? Ja, SNK-Spiele. SNK ist eine, war eine schöne Plattform für 2D-Prügel. War ja eigentlich sogar, hat man gesagt, die Plattform für 2D-Prügel. Da waren einige Perlen bei, die Spaß gemacht haben. Gibt's bei euch auch Leute, die Virtua Fighter spielen? Ist ja unter vielen auch immer noch
das Spiel, was am anspruchsvollsten sein soll. Ich habe es leider irgendwie nie angespielt und mich da reingefuchst, aber es soll wohl ganz gut sein. Guck mal, der Defiant 7. Nee, wer war das eben? Jetzt hab ich nicht mehr gefunden. Meine Augen sind auch schlecht. Herr Dennis, was ist mit Mortal Kombat X? Das ist ja jetzt offiziell in Deutschland ab 18 erschienen. Ja, man glaubt es kaum, wer auch immer da das Ding durchgewunken hat. Ja, weiß nicht. Bedeutet so viel, dass wir es nach 23 Uhr auch mal wieder spielen könnten. Aber ist natürlich eine der etwas nervigen Sachen, dass man tatsächlich dann nur eine Stunde hat für ein 18er Spiel. Es sei denn, man macht bis 1 Uhr, was bei uns ja eher dann eine Ausnahme ist, wenn es einen großen Event gibt oder wenn es irgendwas Besonderes ist für ein Mortal Kombat X. Würden wir dann, glaube ich, keine Stunde ranhängen. Aber gerade die letzten beiden Teile haben, was Gameplay angeht, eine schöne Schippe draufgelegt, sodass es zumindest mir dann auch Spaß gemacht hat. So. Mecha-Zangief gegen Mecha-Zangief. Schönes Mirror-Match. Ich glaube, das wird gleich ganz, ganz hart für mich. Ganz, ganz hart. Oh, ich habe nur noch 4% Akku. Regie, was mache ich eigentlich, wenn dieses Ladegerät hier nicht funktioniert? Das Ladegerät oder das iPad? Oh, so aufgeladen, obwohl auf dieser Couch könnte ich schon ein bisschen Elektrizität erzeugen. Aber es muss nicht sein. Aber reibt er das dann auch an seinem Kopf? Oh Gott, gleich ist es soweit. Dennis, bist du eigentlich kein Freund von Marvel vs. Capcom? Ich bin Freund von Marvel vs. Capcom, weil es von Marvel ist. Ich bin kein Freund von Marvel vs. Capcom, weil ich da immer das Gefühl hatte, dass es bestimmte Top-Tier-Teams gibt und dass diejenigen, die dort die Kombos auswendig gelernt haben, immer die waren, die gewonnen haben. Und ich bin immer nicht so ein Freund davon, von diesem auswendig lernen und das dann einfach nur abspulen und damit Kämpfe zu gewinnen. Ich hatte immer das Gefühl, dass es beim Marvel vs. Capcom so war. Ich habe es dann ab und zu mal gespielt, aber da habe ich ganz, ganz schnell die Lust verloren, weil der Einstieg dann, gerade wenn man online gespielt hat, doch sehr, sehr hart war. Das ist auch ein Grund, warum ich irgendwann dann auch aufgehört habe, Tekken zu spielen. Ich mag Tekken eigentlich sehr gerne, aber diejenigen, die dann Kombos gejuggelt haben, wie bekloppt, waren dann eigentlich immer die Sieger und das macht dann eigentlich auch, also macht mir persönlich dann keinen Spaß mehr. Ich finde es schön, wenn auch so Launcher und so wie es zum Beispiel bei Tekken oder Street Fighter war, wenn darauf verzichtet wird und man eher auf die bekannten Mechaniken zurückgreift und dann nicht diesen ganzen Kram reinpackt. Capcom. King bricht sie alle. King war auch ein Charakter, den habe ich auch gerne gespielt. Fand ich einfach cool. So, ich glaube, jetzt ist es soweit. Spiele ich jetzt einen Ken oder Cody? Ich weiß es doch nicht. Ich habe eine Zeit lang mal versucht, mit Abel gut reinzukommen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ach, Freunde. Ich weiß es doch nicht. Ah, komm, probieren wir es einfach mal mit dem.
bum, 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 bum. Ja. Was soll's? Ist ja alles just for fun. Egal, ob man gewinnt oder verliert. Am Ende zählt, wie viel man einstecken kann. Wie viel man einstecken kann. Und wenn man zu Boden geht, wieder aufsteht. Ach. Hass ihn! Du alter Knochen, verschwinde! Geh auf deine Seite! Heute wird nicht mehr gespielt. Ach! Bestraft, bestraft, bestraft. Schwinde! Oh, was? Was? Das ist ja eine Frechheit des Sondergleichen. Nein! Nein! Verkackt! Verkackt! Ich hatte dich doch fast! Du alter Rosthaufen! So ein Stückchen hat noch gefehlt! Eieieiei! Jetzt packt mich der Ehrgeiz! Ich schmeiß euch alle aus der Lobby, ich will nur noch gegen den spielen. Wer hat das gedacht? Ja, Marco. Marco kann sich auch ab morgen einen neuen Job suchen. Frechheit. Unglaublich. Ganz kurz. So, jetzt macht ihr noch mal einer fertig hier. Das kann ja nur nicht sein. Ich hab den schon auf einen Fass runter gehabt. Gewinnen macht dich nicht glücklich. Gewinnen macht dich glücklich, verlieren macht dich nur noch stärker. Das ist richtig. Jetzt, ich hatte Ehrgeiz. Wie gesagt, ich schmeiß gleich hier alle raus. Und dann, rappelt's im Karton. Super Smash Brothers ist auch eine super Sache, finde ich auch. Wir sollten öfter mal wieder so ein paar Couch-Turniere machen mit mehr Leuten. So, ich habe es ja gesagt, so kleine Mini-Beefs, so ein Smash Brothers. Ich bin unglaublich gut mit der Wii Fit-Trainerin. Da würde ich alle trollen bis zum geht nicht mehr mit. Ja, aber mehr so Turniere, so einmal pro Woche so ein internes Smash Brothers, Mario Kart, Street Fighter. So viele Spiele, die man mit mehreren Leuten auf einer Couch spielen kann. Ach. Naja, findet ihr auch all sowas. Couch-Turniere.
so ist das. Da sind dann auch Emotionen. Ihr wollt das ja auch, ich sehe das doch, ich weiß das doch. Wir müssen das mal anleiern. Da muss ich mal morgen den Dennis Richtarski mal auf den Pott setzen und sagen, Dennis, wir brauchen Couch-Turniere. Wir bringen die Familie zusammen und dann brechen wir alle miteinander. Ein endloses Beef sozusagen. Man könnte es jede Woche machen und der Gewinner des jeweiligen Turniers darf das kompetitive Spiel für die nächste Woche aussuchen. Hat doch was. Kann man der Lobby noch beitreten? Gleich. Ich werde gleich die Lobby verlassen und ich werde eine neue Lobby aufmachen. Da ja hier auch der Resell, der ownt hier ganz hart. Und nicht, dass wir seinen Skill nicht anerkennen, aber es soll ja auch motivierend bleiben für euch alle und es soll ja auch jeder mal rein. Dennis, du weißt ja, solche Spiele zerstören Freundschaften. Nein, die festigen Freundschaften nur. Das ist wie so alte Männer auf Dorffesten. So, trinken, grapscht der eine die Frau vom anderen an, dann hauen die sich auf die Fresse, einigen sich darauf, dass die Frau hässlich ist und dann gehen sie wieder was trinken zusammen. Oder so ähnlich. So, ich gehe jetzt mal aus der Lobby raus. Jetzt wollen nämlich auch mal andere spielen. Ihr könnt ja noch weiter in der Lobby bleiben. Soll ich die Spielerzahl runterschrauben? Gebt mir Tipps, Chat. Könnt ihr natürlich auch ein Team-Battle machen. Nein, aber wir machen Endless-Battle. Machen wir mal vier und ich wechsle einfach mal regelmäßig die Lobbys durch. Nix. Und ich bin die ganze Zeit drauf, das geht. 93. So. Kommt in die Lobby. Ne, mach 4 reicht. Ach, guck mal. Gegen Banana, aber. Nein, ich hab dich gar nicht stumm geschaltet. Weh, du erzählst jetzt Blödsinn hier. Komm, ich nehme nochmal hier. The Sleepy Guy. Soll ich mal gucken, Final Destruction war, glaube ich, vorwärts. Ja, passt schon. Random. So. Mets Shoryuken. Well now, let's see if we can't do something about my board. Are you ready? Ach, ich dachte, ich block den vielleicht noch. Ach, fuck. Reingebumst. Ja, Ryo. Du bist auf der Suche nach dem besten Kampf. Das ist meine offene Mütze hier. Come back!
Hadouken! Hadouken! Hurra! Hurra! Hadouken! Hadouken! Nein, den darf ich doch jetzt nicht noch verlieren! Voll auf den Sack! Zack! Ihr glaubt gar nicht, wie sehr das wehtun kann, wenn man so leichten Jab. Ob die. So laufe ich auch immer meistens aus dem Büro raus, wenn die Leute sagen: Dennis, hast du etwa auf Social Media was nicht geteilt? Dann marschiere ich immer so: oh, ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ah, ich dachte, ich kriege ihn noch. Ach, schöner Kampf. Schöner Kampf, es macht Spaß. Da würde ich, nicht wieder zu viel. Oh, 2% noch. Regie, wie machen wir das eigentlich gleich mit der Werbung, wenn ich hier in der Lobby bin? Dann muss ich da auch wieder rausgehen. Aber wir haben noch ein bisschen, oder? Wir können noch ein bisschen. Alles klar. Das ist fair, dann wechseln wir auch. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir hier mal das iPad aufladen. Das sind sogenannte Dick Jabs. Ja? Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal in den Straßenkampf kommt. Auf die Knie fallen, so tun, als würdet ihr euch verneigen. Nein, bitte tu mir nichts, sondern zack! Schön auf die Stabspitze. Ganz schnell wegrennen. Diese schieß mich tot, heißt jetzt Poison? Poison oder Ivy? Das ist Poison, oder? Mit der konnte ich ja irgendwie nie was anfangen. Auch nicht mit Hugo. Ich fand hier, wie heißt denn jetzt nochmal der? Hakan, den fand ich ganz witzig mit seinem Einölen. War ein super neuer Charakter, der gut reingepasst hat. Aber Ivy war nicht so meins. Komm schon, Ryu. Gib mal ein bisschen Gas jetzt hier. Jawohl! Ah, mitten auf die Piraten mit. Komm schon, Ryu. Ich hab doch meine ganze Render auf dich gesagt. Da hast du einfach nicht genug Geduld gehabt. Vor der verwegenen Katze. Okay, schon sehr, sehr kantig, die Gute. Tja, 2% iPad-Akku noch. Ich sage, Leute, das wird ein ganz, ganz knappes Ding. Oder Shizzer, Mr. Mingo. Hat er recht. Mofa fahren kann er bestimmt ganz gut, aber Street Fighter 4 Ultra kann er noch besser. Verwegene Katze, ich mag Katzen. Wir haben sehr viele Katzenliebhaber. Ich bin ja eher so ein Anti-Katzen-Mensch, ne? Ich trau den Viechern ja nicht. Es gab mal so ein schönes Bild, ich glaube auf 9Gag. Vergleich zwischen
Hund und Katze, wenn man auf dem Klo sitzt und das Klopapier ist alle und man nimmt sich nur eine neue Rolle und die rollt dann weg zur Tür. Eine Katze würde einfach die Tür zumachen und ein Hund würde dir das Klopapier bringen. Ich glaube, das trifft's eigentlich ganz gut, das, der Vergleich. Ihr seid wahrscheinlich alle Katzenfreunde, das seht ihr auch immer auf Twitter. Alle haben so eine Katze. Eine Siam-Katze ist eigentlich ganz, die sehen eigentlich ganz schön aus. Die sind so feminin. In meiner Vorstellung, in meiner Welt gibt es ja auch gar keine Kater. Katzen sind Katzen. Es gibt eigentlich nur weibliche Katzen und die pflanzen sich fort, indem sie so ein Vollknäuel aushusten und das ist dann einfach eine neue Katze. So, ich glaube, ich bin jetzt wieder dran, was? Nee, doch nicht. Eine Runde ist noch. Jeder Streamer hat eine Katze. Klar, es gibt natürlich auch Leute, die Katzen mögen. Das ist ja auch nicht böse gemeint, aber jeder hat so sein. Wurde gerade richtig geschrien. Dass wieder jemand aus Versehen in der Werkbank mit dem Hammer auf den Finger gehauen hat. 1% iPhone-Akku noch, jetzt wird's aber. Jetzt wird's kritisch. Oha, ein Verlängerungskabel. Das hilft uns nicht allzu viel weiter, wenn da überhaupt kein Strom durchkommt, beziehungsweise der Adapter kaputt ist. Und das wäre natürlich übelst traumatisch. Wir versuchen das jetzt mal anzu. Ich gebe euch aus der Hand, ich drücke sofort bereit. Ich spiele nochmal mit Cody. Das hat doch eben ganz gut funktioniert. Nehmen wir aber mal das Eisenrohr. Was? Cody gegen Cody. Das ist ganz fies. Das ist ganz fies, weil jetzt nämlich der andere Spieler den nur genommen hat, um mir zu zeigen, wie schlecht ich bin und wie schlecht er ist. Das ist ganz, 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 ganz schlechter Charakter. Ich kann das iPhone nicht reinschubsen. Ich muss kämpfen. Guckt euch das an, genau das meinte ich. So, jetzt schnell das iPhone einstöpseln. Lädt nicht. Es lädt nicht. Wieso lädt es nicht? Ah. Warum holst du nicht den Criminal Upper jetzt raus? Nein, nicht den! Den wollte ich doch gar nicht. Ob es lädt. Ich kann das bei iPads immer so schwer einschätzen. Ja, dein Cody ist besser. Komm, ich tue jetzt einfach so, als wäre dieser Kampf nie, hätte der nie stattgefunden. Ich bin in sowas immer ganz gut, das einfach zu ignorieren. Gut, dann gehen wir jetzt in die Werbung. Und ich versuche mal hier dieses lustige iPhone-iPad-Ladegerät irgendwie zum Laufen zu bekommen. Jetzt hat er das auch hier, da hat er auch die Stecker wieder rausgezogen. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Also, wir sehen uns gleich wieder und Tiger, Uppercut!